Bist du auch so niedergeschlagen? Nö, ne? Krank. Du bist krank? Naja, krank. Ich hatte ja, als ich aus dem Urlaub kam, aber das hält sich irgendwie also ein bisschen hartnäckig. Immer noch? Ja. Immer ist noch. Deutlich besser geworden, aber weißt du, im Alter dauert das denn länger. Bei Männern sowieso. Mhm. Ja, das stimmt. Bin so ganz scharf an die tödliche Männergrippe vorbei. Oh, böse, böse. Ja. Sind wir schon drauf? Oh, hallo Leute, hallo Welt. Ja. Man kann ja mal guten Tag sagen, oder? Ja. Bisschen Höflichkeit muss sein. Ja, bisschen Höflichkeit sollte auch sein und deswegen sollte man weniger aufeinander schießen. Das wäre auch schön. Ja. Also, ja, als wir vorige Woche hier gesessen haben, hätten wir uns ja niemals ausdenken können, was da in dieser Woche passiert ist, oder? Krass, oder? Also, es ist unfassbar. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen dafür auch die Worte. Nur noch, es ist doch nur noch Hass, Krieg, ja? Nur noch. Aber warum? Ich hatte ja schon immer. Warst du das? Ja, das war ich hier gewesen. Warte mal, ich mach mal ein bisschen hier Musik aus. Ja, ja, mach mal Musik aus. Mach ich. Wir müssen so. Was denn? Dein Telefon erkennt dich nicht mehr? Doch. Ich habe mich zwar ein bisschen verändert. Ich habe es ja vor 10 Jahren eingerichtet. Weißt du, deswegen bin ich überrascht, dass mein Telefon mich noch erkennt. Überhaupt noch erkennt. Ja. Ja, also das ist. Ich hab ja schon immer so eine These gehabt. Schon. Welche? Das eine Übel dieser Menschheit. Ja? Zwei Dinge. Ja. Glaube und? Das ist die Religion. Ja. Und die Börse. Ja. Ja. Geld im Allgemeinen. Ja. Macht und Geld. Kriegt man das eigentlich noch so zusammen, was so alles passiert auf der Welt? Schlimm. Es ist ja nicht nur die Ukraine. Jetzt ist Israel und Gazastreifen. Und jetzt ist ja parallel auch noch Aserbaidschan und Bergkarabach und wie die alle heißen. Ringsherum brodelt es. Und Kosovo. Kosovo da geht es auch schon wieder los. Bricht die Welt momentan auseinander? Also, mir kommt es auch so vor, als wenn wir wieder so kurz vor dem Ausbruch eines ganz großen Kriegs. Das Problem in Israel ist ja, die sind ja so eingekesselt. Ne? Mhm. Die sind so in der Mitte drin und ringsherum nur Feinde. Ja, ja. Nur Menschen, die hassen. Mhm. Und ganz viele Menschen, die hassen, sind auch jetzt bei uns. Aber nicht nur jetzt erst, sondern schon seit ganz langer Zeit. Mhm. Ja? Wir hatten ja immer so die Wellen gehabt, ne? Von diese Flüchtlingswellen. Die letzte war 2015, jetzt ist die nächste, wo eben auch viele Judenhasser ins Land kommen. Ja, ne? Ja. Und das fand ich ja, weißt du eigentlich noch, Karl Lagerfeld? Ja, sag mir was. Ja, der ja mittlerweile auch unter der Erde ist, großer Designer, Modeschöpfer, der hat ja Merkel mal damals Vorwürfe gemacht. Kannst du dich erinnern? Ja, wie kann man denn Tausende von Judenhasser nach Deutschland holen und sich über Antisemitismus wundern? Mhm. Und da haben wir den Lagerfeld damals versucht abzuwatschen, wie so ein alter Mann sowas eben sein sagen kann. Ne? Mhm. Vielleicht haben alte Männer doch eine gewisse Weisheit, weißt du? Mhm. Möglich. Nee, wir gehen jetzt nicht ans Telefon. Nee, wir gehen jetzt nicht ans Telefon. Nein, machen wir nicht. Lass doch einfach sein, der hört schon wieder auf. Ich brauche ja meine Themen. Ach so. Apropos Themen, weißt du, welcher Tag heute ist? Ja. Na? Freitag, der 13. Unglück oder Glück? Naja, ich meine, man kann viel hineininterpretieren, oder? Ist dir schon was passiert? Heute? Na, der Krieg ist kurz vorher angefangen. Das ist ja schon länger her. Vielleicht kommt heute, Freitag der 13., die Bodenoffensive Israels. Meinst du, dass sie starten heute? Freitag, der 13. Naja. Was haben wir noch an schönen Tagen? Also außer dem Freitag, den 13. Für manchen ist Glück, für manchen ist es Pech. Man sollte Lotto spielen vielleicht heute. Natürlich. Heute ist der Welteitag. Was? Siehst du, ich wusste es. Welteitag. Ei. Das ist natürlich erfunden. Isst du gern Eier, ja? Och, ja, warum nicht? In allen möglichen Formen? Ja, kann man sagen. Rührei, Spiegelei. Ja, selbst so, also ich komme ja vom Land. Verlorenes Ei. Und selbst damals bin ich gerne in den Hühnerstall. Wollen wir mal auf den Frieden wieder trinken? In den Hühnerstall gegangen und habe die rohen Eier. Auf den Frieden? Auf den Frieden. Selbst rohe Eier waren für mich damals ein Genuss gewesen. Was sind die? Rohe Eier. Echt? So Lochen und unten. Und lecker. Das könnte man ja auch mit Rotwein machen, ne? Oder so wie Auster. Auster heißt das. Wie heißt das? Auster. Auster? Hm? Okay. Auster.
Aber auch mit anderen Zutaten, oder? Macht man heute Tage nicht mehr. Man hat so viel Angst vor diesen kleinen Tierchen da drin, diese Salmonellen. Darf man nicht mehr. Da musst du mal auf den Bauernhof gehen. Vielleicht so richtig so das Ei aus der Henne rausziehen. Ja. Und das dann muss noch warm sein. Oder meinst du, dass eben da schon die Salmonellen drin sind? Nein, da noch nicht. Das erinnert mich immer zu DDR-Zeiten, dieser Fischgeschmack, diese Eier. Ne? Du könntest wirklich das Ei hinten rausziehen, obwohl die Kimhühner, da kommt bis gar nicht rangekommen. Kombinat industrielle Mast. Ja, Kim. Da sind die, dieser Fischgeschmack kam schon hinten raus. Ja, da waren Fische im Ei drin. Tag der Katastrophenvorbeugung ist heute. Nein, das passt ja, oder? Das passt ja wirklich. Ja. Risikoverminderung und was haben wir noch? Der könnte uns auch gefallen als Männer. Anti-BH-Tag. Du, es gibt ja diesen Trend im Moment, ne? Ja. Oben ohne, ne? Bei manchen. Solltest man nicht machen. Nicht machen. Nein, nicht auch bei jungen Mädels manchmal nicht. Nicht immer. des Yorkshire-Puddings. Das ist doch dieser blutige... Das ist so dieses englische... Ja, aber dieses ist doch diese was bei uns hier, wie heißt sie, diese Grütze, die... Naja, das ist so ein Gebäck mehr oder so aus... Naja, gut. Man will es nicht wissen. Möchte man nicht wissen. Und heute ist ehemaliger Tag der Aktivisten. Ehemaliger Tag? Aha. Der DDR-Aktivisten? Ja, irgendwie sowas. Ja, DDR. Sag mal, also Steinkohle-Tag. Kannst du dich denn an diese Aktivisten aussehen? Ich glaube, jeder in der DDR ist mal Aktivist geworden, oder? Ich nicht. Nein? Nein. Nein, ich bin so vieles nicht geworden. Gemacht. Ich bin so vieles nicht geworden in der DDR. Auch Aktivist war ich nicht. Jeder ist Aktivist. Nein, war ich nicht. Nee. Was haben wir noch? Noch ehemaliger Tag des Seeverkehrs. Ja, nee, das brauchen wir auch nicht. Okay. Wunderschöner Tag des Yorkshire Puddings. Vor einigen Tagen war Tag des Hundes. Ist der nicht schon vorbei? Ja, der ist vorbei, aber der war ja vor ein paar Tagen. Ja, ja. Hm? Du hast wie viel? Zwei. Hm? Natürlich. Gefährlich? Ja, aber puh, die geht auf Kehle. Brauchen wir auf dem Dorf, wa? Die geht auf Kehle, auf Kniekehle. Ja? Kniekehle. Von der Größe her, weißt du. Ja. Okay. Kann es sein, dass du so ab und zu mal überfährst oder so, weil die so klein sind? Nein, so klein sind sie auch wieder. Die rutschen ja unten durch. Ist schon normale Hundegröße. Aber das ist normal. Ja, so, dass du dich nicht allzu sehr bücken musst zum Streicheln. Du streichst deine Hunde? Aber natürlich. Ich dachte, die beißen denn. Du weißt ja, das letzte Kind hat Fell. Richtig, das letzte Kind hat Fell. Das geht mir auch so. Siehst du? Aber deins ist eine Katze. Zwei Katzen. Katzen soll man immer im Duo halten. Ja, okay. Ja. Mhm. Weil? Weil du dich nicht so ganz intensiv um die Katze kümmern musst. Die kümmern sich. Braucht sich denn so eine Katze Beschäftigung vom Menschen? Kommt doch an, wie alt die sind. Kommt doch an, wie alt die sind. Also junge Katzen brauchen viel. Okay. Zuneigung. Bewegung. Ich bin ja nicht so der Katzenmensch, ich kenne mich da nicht so aus. Naja, es gibt ja bestimmte Rassen. Also man kann ja einen Freigänger nehmen oder so, der draußen rumrennt und da hast du eben dann wahrscheinlich öfter mal Katzenbedarf, also wenn die dann überfahren werden, oder keine Ahnung. Aber wir haben hier so eine, ich will nicht sagen, eine Hauskatzen. Ne? Also, eine Drinnenkatze. Eine Drinnenkatze eigentlich. Ne? Und wir haben aber die Möglichkeit, dass sie doch auch rausgehen können. Geschützt rausgehen. Freigang. Ja, aber begrenzten Freigang. Ja. Ob das so richtig ist? Naja, Katzen. Nein, die fühlen sich schon wohl. Es gibt da so eine Katzen-App, eine Übersetzungs-App. Und dann spiele ich so manchmal vor und dann erzählt mir die App, was meine Katze denkt. Und? Ihnen geht's gut. Aha. Ja. Mhm. Die sind manchmal mit dem Fressen nicht ganz einverstanden. Versuchst du vegetarisch zu ernähren? Nee, auf keinen Fall. Also die kriegen mal Abwechslung. Ne? Ah. Also weil ich immer denke, weil ich ja bis jetzt nicht so richtig den Geschmack meiner Katze rausgekriegt, den dicken, den sind ja zwei dicke. Ah, Garfield. Ein dickes Mädchen mit bei. Ja, und die sind so verwöhnt. Die sind unglaublich verwöhnt im Futter. Okay. Ne? Das, was sie gestern noch gefressen haben, lassen sie den nächsten Tag stehen. Okay. Besonders das Mädchen, die ist so... Komische Tiere. Ja, die ist sehr verwöhnt. Ja.
Hast du denn mitgekriegt, dass es wieder mal so einen Erdgasanschlag gab, so einen Röhrenanschlag? Ob da jemand vergessen hat, den Anker rechtzeitig hochzuziehen? Wir reden ja jetzt von Finnland und Lettland, ja. Ne? Ja, ja. Island. 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 Ja, gut. Irgendwo darüber. Ja, ja, ja. Jetzt hat man irgendwie, komisch, oder? Jetzt hat man irgendwie gesagt, naja, es war eben vielleicht doch keine Explosion, es war vielleicht doch eine Naturgewalt oder vielleicht ist irgendein Fisch gegengeschwommen. Ein Fisch. Der zwei solche Sachen kaputt gemacht hat. So ein Metallfisch. Telekommunikationskabel gehabt und die Gasleitung. Ja, so ein Metallfisch, weißt du? Erstaunlicherweise ist es kurz vor dem Winter jetzt wieder, oder? Ja. Das ist komisch. Aber eingefroren sind sie noch nicht. Die Gaspreise sind wieder in die Höhe geschossen. Also nicht, dass wir uns dann gewöhnen an diese niedrigen Preise, die wir jetzt haben. Nun soll ja die Energiepreisbremse soll ja bis März weitergeführt werden. Ja. Aber man hat bisher verschwiegen, dass jetzt wieder 19% werden soll. Also die verarschen uns ganz schön. Nein. Ja. Obwohl, ich habe noch einen guten Tarif gekriegt. Also nachdem man mir 58 Cent abziehen, also abzocken wollte, bin ich dann wieder fündig geworden. Okay. Ja. Und machst jetzt selber dein Gas? Auch. Ja. Gib Bohnen. Aber du, man muss tatsächlich jetzt überlegen, Solar macht Sinn. Also wenn ich die... Was besaßt du? 40 Cent im Moment, Kilowattstunde? Das ist ja der Deckel. Ja. Aber manchmal müsste man auch noch mehr bezahlen, wa? Ich glaube, einige haben im Moment Preise um die 50 Cent. Ne? Manche greifen da richtig ab. Ja. Weil die geht ja bloß bis zu der Grenze und alles andere wird ja dann bezahlt. Ja. Und wenn man so rechnet, also ich habe mir ja nur so eine komische Solaranlage gekauft. Oh, okay. So eine Testanlage. Ja, eine Testanlage. Naja, für mich ist es so eine Testanlage, ob es Sinn macht, mich jetzt als Groß-Solarunternehmer aufzustellen. Ah, als Solarbauer. Ja. Also meine Testanlage, sehr erfolgreich. Ist das so eine, also ich muss aber mal den Preis sehen. So eine Balkonkraftanlage, also, sowas. Oder, ja, ja so eine, aber eine größere. Also nicht 600, sondern ein bisschen mehr. Okay. Ja. Tatsächlich, ich habe jetzt schon in, ich glaube, 56 Tage habe ich über 250 Kilowattstunden. Okay, und so wie es da draußen aussieht mit unserer Klimageschichte, wird sich das in Zukunft wirklich lohnen hier? Naja, jetzt kommt ja im Januar noch der CO2-Preis rauf. Auch noch. Das knallt ja noch so richtig. Ja. Ja. Aber mit unserer Regierung sieht das nicht gut aus, oder? Das ist komisch, oder? Gestern waren, glaube ich, wieder Umfragen gewesen, was wäre, ja, wenn Sonntag die Wahl wäre. Na, die war ja. Ich meine, Bundestag. Das ist, glaube ich, mehr das Gleiche. Man hat ja von der Bayernwahl, von der Hessenwahl. Das ist immer so dieser. Hatte man ja gesagt, die kleine Bundestagswahl. Genau, die kleine, ne? Bundestagswahl. Und das ist so dass die Meinung sämtlicher Bundesländer. So im Querschnitt. Also wird es nicht anders aussehen oder ausgehen. Und das Schlimme ist ja, dass sie sich immer mehr in die Scheiße reinreiten. Die kloppen immer mehr auf die AfD ein. Mhm. Also je mehr, du weißt doch, dass dieser Mythos, ne? Wenn du erstmal einer angekratzt ist, dann. Na klar, trotz dann. Ne? Dann ist der Trotz da. Und dann gestern auch wieder in diesen Talks. Und die versuchen immer die AfD klein zu und dumm zu reden. Ja. Und merken nicht, dass sie. Immer mehr Leute und dadurch die dann die Richtung schieben. Genau, hinschieben. Ja, das bemerken das einfach nicht. Aber es war schon immer so. Und das Schlimme ist ja, wenn in solchen Sendungen, die angeblich jetzt auch meinungsbildend sein sollen, wie beim Öffentlich-Rechtlichen, da bin ich wieder beim Öffentlich-Rechtlichen, da werden immer die gleichen Leute eingeladen. Mhm. Du hast also immer fast die gleiche Meinung. Ich habe ja noch die Flasche hier rumzustellen. Guck mal, zeig mal nicht, was das ist, sonst wird irgendwo schlecht. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass so eine Frau wie Faeser, ist die überhaupt noch tragbar? War die schon tragbar? Die hat so viel Loser-Potenzial. Ja. Das ist so. Und die verliert da hochgradig, verstehst du? Die will keiner. Ja. Und macht jetzt eben auf Innenministerin weiter? Mhm. Kann das so funktionieren? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist niemand anders da, der es machen will. Oder könnte. Naja doch, also es gibt ja noch welche, die gut sind, die so aber ihre Arbeit machen,
aber nicht so in der Öffentlichkeit erscheint, wie Pistorius, also der Verteidigungsminister. Regnet es? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube. Egal. Ich dachte, es ist heute schön. Nein, es ist heute nicht schön. Es ist nur warm. Es ist nur warm. Jetzt wird aber deutlich kälter. Ne? Aber wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn dieser Pistorius irgendwie als Kandidat fürs Innenministerium vorgesehen ist. Meinst du? Hm? Obwohl, ich glaube, der fühlt sich da wohler. Ne? Ich denke mal auch. Das ist so sein Job. Ja, ja. Ist auch gut. Also er macht es auch gut. Ja, was ist gut? Die Definition von gut ist mein. Ja, es ist schon so. Ja. Wenn du. Er hat ja. Die klopft da. Hier ist jetzt Schluss. So, wir haben natürlich jetzt dieses große Problem, was jetzt alle klären wollen nach dieser Wahl. Migration. Ah. Wir wollten in der letzten Sendung nicht drüber sprechen. Wir wollten nicht drüber sprechen. Wir können aber die ganze Thematik nicht aus. Das ist doch das, was so diese Bevölkerung hier draußen, unser Volk, jetzt, interessiert. Jetzt ist es ja so, das ist Thema Nummer eins. Ja, ist es. Es ist Thema Nummer eins. Und wenn du durch die Städte gehst, dann weißt du auch, warum das Thema Nummer eins ist. Ne? Und nicht bloß durch Eisenhüttenstadt oder Frankfurt. Ja, hier geht es ja noch. Hört sich doof an, aber hier geht es noch. Geh mal jetzt nach Bayern runter, nach Regensburg, nach Nürnberg, geh mal da runter. Das ist ja, da denkst du wirklich, du bist in einer anderen Welt. Ne? Oder Nordrhein-Westfalen ist ja noch viel, viel, viel. Aber da schon sehr lange. Also dort ist ja mittlerweile die Bevölkerung tatsächlich, die deutsche Bevölkerung, glaube ich, mittlerweile in vielen Städten Minderheit. Ja, und es geht eben tatsächlich darum, nun hat man, wie gesagt, festgestellt, die sind ja auch der Meinung, dass diese Bargeldzahlungen, ne, die erhalten, die Flüchtlinge, dass die teilweise nach Hause geschickt werden oder teilweise auch für Schlepper genutzt werden. Also, ganz schlimm, oder? Dass dieses Bargeld eigentlich für kriminelle Zwecke eingesetzt werden. Ja. Jetzt. Ich weiß nicht, jetzt will man sich treffen und gemeinsam gegen irgendwas machen. Jetzt sagt man auch, die Flüchtlinge müssen jetzt arbeiten. Die dürfen also nicht nur rumsitzen, sondern die sollen auch arbeiten. Aber sollen ist so zwiespältig, das heißt, sie müssen arbeiten. Da fragt sich natürlich jetzt jeder, wie kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht, wie man das hinbekommen sollte. Ich habe ein tolles Video gesehen, hat man mir zugeschickt. Okay. Ich habe ja noch, ich habe noch so eine Chatgruppe, 10. POS. What? What? Oh. Weißt du, was das ist? Die Jungen werden ja nicht wissen, was das ist. Polytechnische Oberschule, zwar meine Abschlussklasse der 10. Da gibt es immer noch eine Gruppe und da kriege ich dann immer noch solche Videos geschickt. Und da ist so ein Video, das zeige ich dir dann, ganz interessant. Willkommen Fachkräfte. Okay. Ich habe so gelacht. Ja. Da stehen zwei deutsche Bauarbeiter und gucken dann immer. Und dann ist immer reingeschnitten, was auf dem Bau alles schief geht, wenn du nicht gelernter Bauarbeiter bist, sondern eben so Hilfskraft, was alles schief geht. Ne? Also, zeige ich dir nachher. Man findet es auch auf YouTube. Das ist herrlich. Ja, solche Sachen passieren. Aber tatsächlich fragt man sich, wie es nur die ganze Chance mit unserer Regierung weitergeht. Also ich kann mich noch erinnern, wie Christian Lindner gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Was machen die im Moment? Gar nicht regieren. Also nicht mal schlecht, sondern gar nicht. Also kann er auch in der Regierung bleiben. Kann er bleiben. Ja. Man fragt sich natürlich, wenn der Herr Lindner sagt, wir verlassen die Koalition, dann gibt es Neuwahlen. Ja. Tut er sich da was Gutes? Nee, tut er sich auch nichts Gutes. Gar nicht. Also sie sind auch ganz schön in der Zwickmühle drin. Ja, deswegen. Ja, es ist nicht einfach. Also ich möchte auch nicht an der Haut drin sitzen da von irgendjemand, egal welche Partei. Wir hatten ja letztens auch. Also muss man ja irgendwelche Kompromisse finden. Es gibt ja jetzt auch die Diskussion Grenzsicherung. Ja. Speziell Polen. Wir kriegen ja jeden Tag Meldungen von der Bundespolizei. Jeden Tag um die 100 illegale Einreisende. Jetzt habe ich heute, ich werde mal sehen, ob wir das alles noch nächste Woche gesendet kriegen. Ich habe heute noch ein Gespräch mit dem Chef der Gewerkschaft der Polizei, den Lars Wendland.
Der war auch jetzt, letztens habe ich gesehen, da ist er mir eigentlich wieder aufgefallen, weil er wohnt ja hier in der Region. Ne? Also er ist ja auch in der SPD, LOS. Den will ich mal wirklich befragen, wie das denn derzeitig aussieht mit dieser Bundespolizei. Was können die überhaupt? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich nur so eine Touristenpolizei sind. Meinst du? Dass sie eigentlich die Flüchtlinge begrüßen, ja, und sagen, da geht's lang. Also ist mein Gefühl. Ob es tatsächlich so ist, ich werde ihn heute fragen, mhm, wie die Situation aussieht. Und auch diese ganze, sagen wir mal, auch wenn die Grenzsicherung kommt, ne? Oder die Schleierfahnder, was die da alles so haben, was sie alles möglich machen. Was können sie denn? Sie können doch nur sagen, da geht's lang. Na klar. Also die greifen die illegalen Flüchtlinge auf, ja, und machen daraus dann legale. Ja. Legal. Nee, legal ist es, wisst ihr warum nicht? Das ist meine Einstellung. Sie kommen durch ein sicheres Drittland. Mhm. Dann sind sie auch hier nicht asylberechtigt. Mhm. Also sind sie trotzdem illegal. Ich weiß nicht, aber zurückschicken machen sie auch nicht, oder? Das will ich Ihnen auch fragen. Ich sage, wenn sie durch ein drittes, sicheres Drittland, ja, kommen, kann man sie denn nicht trotzdem zurückweisen? Das würde mich interessieren, was da, wie der Werdegang, wie der Ablauf da ist. Ja, das werde ich Ihnen alles fragen. Ich werde Ihnen nach der Situation fragen, ich werde, wie es weitergeht. Jetzt will man ja irgendwelche Maßnahmen ergreifen, mhm, wobei ich dieser Regierung auch nicht mehr so traue, dass ich sage, wenn sie was sagen, dass sie es auch machen. Mhm. Also da klafft ja eine große Lücke. Mhm. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch, mhm, ob das wirklich, weil die Regierung muss dann gegen ihre, also die Grünen sind ja schon links, aber da gibt es ja noch eine linke Abteilung. Denen das alles beizubringen und zu sagen, okay, wir müssen es jetzt so machen, das sehen die nicht. Mhm, und da kann es auch Zerwürfnisse geben. Ja, das stimmt, gibt es Zerwürfnisse. Na ja. Und andere Länder zeigen es ja, Schweden zum Beispiel. Ne? Schweden hat ja, die sind ja ganz, hast du das mitbekommen? Wie Schweden in Stockholm, diese Clan-Kriminalität, die ist ja so ausgewuchert. Da habe ich jetzt mal einen Beitrag gelesen. Und zwar gibt es jetzt Treffen zwischen den Sicherheitskräften Schwedens und Deutschlands. Mhm. Und da kam es zu einem Gespräch, da hat der schwedische Verantwortliche gesagt, na, wie viel Bombenanschläge, Schießereien und Überfälle habt ihr denn pro Woche? Da haben die sich angeguckt, ha? Und haben gesagt, hat er jetzt wirklich pro Woche gefragt? Okay. Ja, das heißt also, die haben in Stockholm haben die 20 aktive Clans, die sich gegenseitig bekriegen. Und Kollateralschäden sind Schweden. Und ich meine, da wollen die jetzt richtig massiv gegensteuern. Und wie? Raus. Einfach raus. Mhm. Also die sind jetzt in so einer Notlage, wo wir jetzt merken, dass wir reinrutschen. Mhm. Wir merken ja auch, was im Moment auf den Berliner Straßen oder in NRW mit den Palästinensern passiert. Na, also dieser pure Judenhass, der da, aber der schwelt doch schon ewig. Na klar. Ja. Ist ja nicht das erste Mal. Und man wollte es nie wahrhaben. Dass irgendwelche Fahnen angezündet werden. Ja, das ist so, weißt du. Und zudem hat jetzt Bundeskriminalamt hat jetzt den Lagebericht veröffentlicht, den aktuellen. Und das haut auch noch mal oben drauf. Das heißt also, immer größere Verbrecherbanden gibt es in Deutschland mit immer gewalttätigen Aktionen. Also das ist so die große Überschrift. Okay. Ja. Und die Verunsicherung, ich muss ja sagen, hast du gemerkt, es sind ja vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, ein Verband von Hubschraubern drüber. Also wir haben im Studio gesessen, die haben gedacht, da fahren Panzer durch die Stadt. Mhm, Die sind nach Dresden geflogen. Das ist zum grünen Gewölbe oder was? Ich weiß nicht, wohin. Irgendwie habe ich gelesen, hat jemand auf den Skyradar geguckt und die sind wohl nach Dresden geflogen. Ich hab auch auf Skyradar geguckt. Und du siehst ja ein Gewimmel da oben, das ist ja unglaublich. Und cool. Auch ganz, ganz viele Hubschrauber. Ja. Also das waren aber Transporthubschrauber. Mhm. Ich glaube, das hat was sicherlich auch mit Transport, Ukraine-Krieg zu tun, dass hier da irgendwie amerikanische Hubschrauber dahin geflogen sind, keine Ahnung. Aber es war schon, ich habe bei einigen, die haben wirklich gesagt, oh, was wäre jetzt los? Mhm. Angst. Ja, Angst, nur Angst.
also dieses Thema Angst in der Bevölkerung, also nimmt mächtig zu. Ja. Du kannst viele fragen, denen geht's nicht gut. Mhm, mhm. Und es wird nicht besser. Ja. Auch wenn die Sonne scheint. Ja, aber, weißt du, was denn? Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Welches? Lass mal die Migration, das müssen die Politiker ausmachen. Ja. Wir haben doch den lieben Wolf bei uns. Den lieben Wolf? Den lieben Wolf. Und das Rotkäppchen? Und das Rotkäppchen ist noch unterwegs. Okay. Aber das Rotkäppchen ist auch nicht ohne, oder? Aha. Ja. Das Rotkäppchen ist nämlich die Frau Lemke, ja? Die Umweltministerin. Aha. Er ist das Rotkäppchen. Mhm. Sie hat jetzt den Wolf als Feind erkannt. Ja, habe ich mitbekommen, ja? Am Rande. Und man kann wohl jetzt schon den Wolf einfach so abschießen. Wenn er, wenn man festgestellt hat, dass es eine Reißattacke gab. Ohne DNA-Probe. Ohne, da kann man, also das ist ja Sippenmord. Das ist jetzt, also man könnte man kann dann in ein Gebiet von, wie sind 1000 Quadrat? 1000 Quadratmeter oder sowas, wenn da ein Wolf gesichtet wird. Kann man da alles wegschießen. Kann man eben wegballern. Alles wegschießen. Ja. Das Rotkäppchen. Ist das jetzt so? Der, ja, ja. Das ist Rotkäppchens Rache oder wie? Part 2. Boah, das Remake. Von The Road Caption and the Wolf. Wolf. Okay. Es reicht die Rache. Es reicht nicht nur, den Wolf Wackersteine einzunehmen. Nein! Er muss beseitigt werden. Er muss weggeschossen werden. Ja, ja, so ist das. Ja. Was mir auffällt, du bist ja auch ganz viel unterwegs mit Auto. Berufsmäßig. Ja, ja, ja. Was mir tatsächlich auffällt, immer wenn wir Polizeimeldungen kriegen, es ist mindestens 1, 2 oder 3 Meldungen Alkohol und Drogen am Steuer. Hat das was mit der Angst zu tun? Natürlich, man möchte sich so ein bisschen beruhigen vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber das nimmt ganz schön zu. Wirklich, also, ja. Also 2 Schlagzeilen sind immer bei der Polizei. Einmal tatsächlich die illegalen mit den Migranten, also die Feststellung der illegalen Einreise und Alkohol und Drogen. Ja, ja. Und was noch auffällt, die Aggressivität nimmt zu. Mhm. Deswegen nimmt man bei wahrscheinlich Festnahmen und, ja. Nimmt vielleicht Drogen, keine Ahnung was, um nicht ganz so aggressiv zu sein. Vielleicht wird man ja aggressiv durch Drogen. Durch Drogen? Hm? Ich habe keine Ahnung. Außer das. Das ohnehin nicht. Also, ja. Also das fällt tatsächlich auch immer mehr auf, ne? Am Wochenende passiert eine Menge. Was denn? Wir haben am Wochenende einige Veranstaltungen, muss man darauf hinweisen. Zum Beispiel Schlaubuttermarathon. Mhm. Hatten wir gesagt? Start? Hatten wir gesagt? 5 Eichen? 10 Uhr. 10 Uhr? An der Sportler los? Könnt ihr losrennen? Ja. Aber muss man sich da wir hatten gesagt, wir hatten ja auch mitgeteilt, dass es Eisenhüttenstadt nicht mehr sein kann, weil Sicherheitslage. Ach so, ich dachte, Eisenhüttenstadt kann nicht mehr sein, so wie Bielefeld vielleicht. Und man hat die Miete für die Inselhalle fast verdoppelt. Ein klein wenig erhöht. Ein klein wenig erhöht. Wahrscheinlich Personal und Energiekosten. Aber es soll, und dann hast du gesagt, läuft parallel noch Oktoberfest? Nee, nächstes Wochenende. Ach, das ist nächste Woche. Ich habe mich doch total. Hast du dich vertan? Ich habe mich total vertan. Ich habe mich schon gewundert, tut dass mir das leid, zur gleichen Leute. Zeit stattfindet. Ich wollte ja nur, dass ihr die Karten kauft. Ja. Aber es ist ausverkauft. Ach, die 10 Karten sind weg? Ja. Nee, 10 sind doch, also, boah, 10.000. Was hast du damit zu tun? Gehst du auch hin oder was? Natürlich gehe ich da hin. Echt jetzt? Okay. Natürlich gehe ich da hin. Das ist doch Aneignung fremder Kultur. Meinst du? Kulturaneignung? Ja. Nein, Quatsch. Das darfst du nicht machen. Du darfst die bayerische Kultur nicht annehmen. Ach so. Du wirst verächtet von diesen Menschen. Mhm, ja, Kulturaneignung geht einfach nicht. Darf man nicht. So da kannst du auch Rasterlocke wachsen lassen. Neulich habe ich gesehen, da wurde eine Veranstaltung abgesagt in irgendeinem Club, weil derjenige, welcher Deutscher war, Didgeridoo gespielt hat. Das ist ja ganz gefährlich. Aneignung kulturellen Eigentums. Das ist doch so eine australische. So eine Trompete hier, ja, so eine australische. Ja, wurde abgesagt deswegen. Wie weit sind wir gekommen?
Darf ich dann nicht mehr Panflöte spielen, weil das aus Griechenland kommt? Oder? Ja, das ist Südamerika. Panflöte ist Südamerika. Ja, ist die da erfunden oder ist die bei den Pan erfunden worden? Bei Peter Pan. Bei Peter Pan? Peter Pan ist der Flötist. Ah, der Oberflöte. Jetzt bin ich total wirr. So ein Blödsinn. Ja, und wir haben dann noch die Ausbildungsmesse, und zwar im QCW Trainingszentrum. Ganz wichtig, also Startzeit geht an den Start. Startzeit ist ja, also junge Leute, Eltern, wie auch immer, schaut euch mal die Online-Seite Startzeit an. Eltern, junger Leute? Da gibt es unwahrscheinlich viele Informationen für Ausbildung. Ja? Oder wollen junge Leute gar nicht mehr ausgebildet werden? Ich habe jetzt... Jetzt sind wir wieder da. Nee, ich habe doch jetzt ein Video gesehen. Hast du das auch gesehen? Welches Video? Da hat ein junges Mädel fertig studiert, hat ein Video gepostet, ich weiß nicht, ob TikTok... Fertig studiert? Genau. Also wird sie dann nicht grün... Hast du das gesehen, TikTok, ne? Wird sie dann nicht Grünministerin, nee, wenn sie fertig studiert hat? Die hat Sportmanagement studiert, was eigentlich vielleicht auch keiner braucht, keine Ahnung. Du hast vielleicht Probleme, irgendwie einen Job zu finden. Und da hat die gejammert und gejault und hat gesagt, wie kann es denn sein, dass ich nur 36.000 Euro im Jahr als Anfang verdiene, also Berufseinsteiger, 36.000 Euro, wie soll ich denn damit leben? Und dann nur 30 Tage Urlaub, das geht doch überhaupt. Die hat richtig geheult. Und das soll ich mein Leben lang machen? Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Willkommen in der Welt. Die hat geheult. Die Work-Life-Balance. Generation Z. Ist das schon wieder die nächste Generation? Z. Was kommt danach? Geht es wieder von vorne los? Nee, da kommt keine Generation mehr. Das ist schlimmer geht's nicht mehr. Das Ende, oder? Echt, wirklich. Also man kann sich das Video mal anschauen. Die hat wirklich... bitterlich geweint, dass sie jetzt arbeiten muss für einen Mindestlohn von 36.000 Euro. So weinen bestimmt viele. Dass es nicht immer hier mit YouTube und Instagram funktioniert. Und dann müssen, stell dir mal vor, da müssen die während der Arbeit, dürfen die nicht mal TikToken. Nein. Das ist ja noch viel schlimmer, das ist ja Höchststrafe. Das wäre doch wohl das Mindeste, oder? Ja. Und dann hast du mir noch ein Bild geschickt. Ja, habe ich. Gestern. Du hast mir ein Bild geschickt mit einer rotbraunen Wolke über Eco. Und sicherlich wird es wieder eine gesunde Wolke gewesen sein. Ist ja immer, also ist ja nicht schlimm. Ja. Also ich habe jetzt mal wirklich, also es wurde ja uns schon zigmal erklärt, dass also... Wir haben ja schon öfter die Anfragen gestellt. Dass sie technisch eben so bedingt ist. Ja, warum auch immer? Warum auch immer. Aber jetzt wollen wir mal wissen, was ist in dieser Wolke drin? Böse Zungen behaupten ja, dass die Eisenhüttenstädter Eisenmangel haben. Und dass in regelmäßigen Abständen also dort Eisen verteilt wird. Okay. Ist ein Scherz, aber kann man ja mal geben. Nee, wir haben tatsächlich jetzt mal die Antwort, weil das Landesumweltamt muss ja Bescheid wissen, wenn sowas, das muss ja auch gemeldet werden. Natürlich. Ne? Das heißt also, man muss ja auch mal wissen, was ist in dieser Wolke drin, ist sie gesund oder ist da was anderes drin? Glücklicherweise zieht die und da haben die Eisenhüttenstädter auch Anrecht darauf, es zu wissen. Ja. Ne? Ja, glücklicherweise Gut. zieht die ja immer nach dem Osten, also... Weg. Also nicht über Eisenstadt, sondern... Weg. Aber das sind auch ein paar Richtung Dörfer. Polen, oder? Ein paar Dörfer sind dazwischen. Ja. Gut. Gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt in Richtung Herbst tatsächlich mit dem Wetter auch. Ah. Ja, es wird nicht mehr so warm. Aber heute ist noch schön warm. Nein. Genießt es, Leute. Genießt es da draußen noch die letzten paar... In der Wiederholung ist schon kalt. Da ist schon kälter geworden. Wir gehen auf den Winter zu. Ja. Was? Und, ja, habe ich gehört. Wir müssen mehr Auto fahren. Ja, müssen wir. Gehen wir? Und fliegen. Atomfreies Wochenende euch da draußen. Ciao, macht's Beste draus. Bleibt gesund.